Ach, scheiße, hohe Reichweite, komm mal nicht dran. Kann man nichts machen? Die verlieren wir leider wieder, ist doch aber okay, ne? Yes, Master. Yes, Master. Yes, Master. At your sisters. So. Was ist denn hier los, verdammt nochmal? Oh mein, meine Güte. Wir müssen mal zusehen, dass wir hier mal ein bisschen vorrücken, aber wir müssen einmal unsere Truppen aufbauen. Da müssen wir uns die besten Einheiten aussuchen und dann müssen wir mit denen dann loslegen. So. Und 12. The reserves are almost full. Great warrior, mate. Ein Feuerrad, ein Feuerrad fehlt da noch. Ihr gehört dann da mit zu. Da fehlen mir gerade die Ressourcen, sehe ich gerade. Ja, danke. So. Okay, zwei waren wieder übrig. Haben wir drei Gruppen davon. Eine Truppe fehlt mir noch. Weil ich bin immer voll. Bin immer dann voll. Kann nichts mehr bauen. Ah, gut. Da habe ich alles aufgebraucht und meine ganzen Einheiten. Wo willst du denn hin? Ja, gar nicht mal so schlecht, diese Position. Ne? So. Okay, was ich mit euch beiden mache, weiß ich auch noch nicht. Einer ist übrig geblieben. Einer hat noch übrig. Ich weiß noch nicht, wohin mit der. Du kannst ja immer hier bleiben. So, die Forschung, wie sieht es damit aus hier? Fakultät. Aufopferung, Sklavenmeister. Unter dem Kommando eines Sklavenmeisters verstreuen sich die Sklaven in Laufrichtung und opfern mit einem Sprengsatz ihr Leben. Da brauchen wir eigentlich nicht, aber egal. Neuropolator, Kultist. Eine Vorrichtung, welche die Gedanken der Gegner manipulieren kann. Das tut doch viel besser. Da kommt wieder was. Ach du meine Güte! So. Buh. Gar nicht viel los hier. Oh, zweite Mutantengruppe. Kann ich eigentlich noch einbauen? Ja, ich sollte noch einbauen. Haben wir vier, können wir zwei von jedem dann mit ein paar Bitten nehmen. Wo haben wir? Der gehört noch dazu. Dann müssen wir mal dafür sorgen, dass wir hier dann durchkommen und dann dort hier. Ja gut. Da ist der erste Taurus. Das erste Taurus, der kommt gleich hier. Dann müssen wir entsprechend gleich vorrücken. Bei nächster Gelegenheit. Was ist hier oben eigentlich? Achso, das ist der. Harte. Der zweite Taurus. Eine Truppe bleibt jetzt hier. Ich glaube nämlich der hier.
Der Kommandeur bleibt hier. Der soll nie in Gefahr begeben. So. Alle rein da. Wie sich halt gehört. So. Wie sieht's aus? Okay, wir können gleich mein Ding mal loslegen. Die nächste, das ist die Gruppe hier. Na, no. Kommt mal mit. Müsste der nächste auch gleich dabei sein. So, alles schön in der Reihe. So, da ist der nächste. Und der wird jetzt mit dem aufgefüllt. Dann haben wir alle Truppen voll und können, denke ich mal, abspeichern und dann loslegen. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass wir sowieso immer hier durchkommen, ne? Hier müssen wir immer so durch diese Terra-Pulsimeter durch und dann mit beiden Einheiten, Gruppen. So. Okay, ich speichere mal ab an dieser Stelle. Verschwende keine Zeit. Ne, ich hoffe, wir haben keine Zeit verschwendet. Sicher bei mir nicht, aber eine halbe Stunde schon. Komm mal, warte mal den Angriff ab. Okay. So. Dann müssen wir noch abwarten. Mann, die machen einen Flächenschaden, diese scheiß Teile. Ja, wir noch mal abwarten, müssen wir repariert werden. Ja, ist blöd. Ah, ich wollte gerade loslegen, da kommen die wieder angelaufen. So. Ja, mit dem muss ich erst später. Ich kann ja erst hier sichern die Seite. Dann kann ich dann die entsprechend nutzen, um entsprechend rüber zu gehen. Ja. Reparieren wir mal so ganz fix. Repariert denn doch. Der eine ist noch. Oh ne, da einer von den Feuerrädern auch noch. Ich sehe. Und hier mal repariert den meinetwegen und. Repariert den doch, verdammt! Ewig Zeit! So, jetzt können wir den mal loslegen, ne? Was geht's? So, alle drauf. So. Jetzt können wir, denke ich mal, hier mit den anderen übersetzen. Kommt her. Los geht's. Und den auch bitte. Jetzt kommen sie. So. Ah, super. Kommst du alle raus?
Los, drauf da! So. Also. Okay. Hoppa, die Roboter sind in nächster Nähe, ich sehe. Okay. Passieren Mutanten am Aussichtspunkt, um den Weg der Fahrzeuge freizuhalten. Aber irgendwann haben wir hier auch noch ein paar Probleme her. Fünf Arztfahrer sind durchgekommen. Da nicht gerade einmal hier. Da kommt was auf uns zu. Und weg. Ja. Weg! Weg! Lass sie doch kommen! So! Komm her! So, und die müssen wir mal wieder zurückbringen. So. Fünf Aasfresser. Kommt noch mehr. Was kommt denn da alles? Krasses Zeug. Natürlich, die brauchen diese Giftgas nicht, für die ist das ja vollkommen egal. So, wir haben ein paar Verluste erlitten, aber ich glaube, das kam. Wir sind ziemlich gut durchgekommen, denke ich. Dann müssen wir jetzt mal dafür tun, dass wir eine Runde Sklaven basteln. Ne, zwei brauchen wir. Zwei Runden. Zwei Gruppen. So, hier ist alles okay. So. Wobei, diese 7 reichen ja eigentlich auch. Nehme ich noch 3 mit. So. Der kann ja entsprechend dahin. So, wieder hier schon wieder 7 Stück. So, müssen wir mal wieder ein bisschen auffüllen. Ne? 5 haben wir. Nehmen wir mal 5 Feuerräder mit. Nein, ach, ich. Na. Da mache ich halt 6 raus. Man kann es ja nicht mehr abbrechen, das ist ein bisschen blöd. Hello, Master. Solorak. No. Okay. Kann ich denn hier? Nee, ich müsste das an 2 Stellen bauen. Mach ich das mal so. An dort. Na, war so ein bisschen blöd positioniert. Naja, machen wir halt mit 5, sollte auch gehen. So. Und dann anschließend könnt ihr dann da rein in die Mine. Das könnt ihr ja gerade noch nicht machen. So. Ey, so einen weiter nach hinten bauen müssen. Naja, gut. Nicht so schlimm.
So, wie sieht's hier aus? Sarurak. So, brauchen wir überhaupt Zirconium? So, was genau müssen wir eigentlich machen? Zerstören die seine Hauptbasis? Okay, die extra Ressourcen im Süden ermöglichen es, die größere Streitmacht aufzubauen. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Postiere Mutanten am Aussichtspunkt, um den Weg zu deinem Fahrzeug freizuhalten. Konzentriere auf den auf das Sentinel-Netzwerk, um ihre Türme offline zu halten. Ja, schon klar, ne? So, bauen wir mal auf. Da kann ich mal hier hinfahren. So. Okay. Da wollen wir noch ein paar Geschütze hin, damit wir da ein bisschen aufräumen. Was ist passiert? Ah, super. Das ist zu nah an den Giftgaswolken. Ja, naja. Super. Scheiße. Scheiße, dann müssen wir nochmal eine ganze Fuhre holen. Naja. ja. Ganze Fuhre, das sind halt Sklaven, ne? Eine ganze Fuhre Sklaven noch mal holen, weil die lange wie verrecken. Ja, so kann's gehen. Und der kann ja auch mit, dieser eine Kultist. Nehmen wir nochmal eine Gruppe mit. So. Okay. So, du kannst damit. Du kannst auch mit. Ihr geht damit rein und ihr geht da mit rein. Los. So, alle auf einmal. So, und die bleiben noch hier. Our troops are under attack. Verrecken jetzt gerade. Ja, die verrecken jetzt gerade. Ein bisschen blöd. Aber müssen sein. Aber das ist halt Sklaven. Dafür sind sie ja da, ne? Ja, ist gemein, aber so ist das. So ist das Leben. Als Sklave. So. Haben wir 20? Ja. Komm her. Okay, aber wir können natürlich auch hier Einheiten produzieren, wenn wir wollen, ne? Oder auch Fahrzeuge oder was auch immer. Wir können natürlich alles hier hinlegen, die ganze Produktionskette. So, wieder einer übrig, so sieht's aus. So, ihr repariert das. Ja. Ja, die sind halt gestorben. Ach, das ist halt das Schicksal von. So, 15 haben wir noch. Unsere Ressourcen alle. Ich glaube, hier oben auch. Hier oben sind wirklich alle, ne? Ja. Müssen wir mal irgendwie zusehen, dass wir mal was kriegen. So, ja, haben wir noch 5 übrig. Die können ja. Können hier noch bleiben. Die gehen mal rein und holen uns Zirconium, ob wir es brauchen, haben wir da hingestellt. Ne, ich muss aber ja auch jetzt ein bisschen noch. Wie teuer ist denn eigentlich so eine Mine? 1000
1500 kostet die. Ach du Scheiße, ganz schön teuer. Eine Aktion. Oh, wie sieht es eigentlich aus mit unseren Fahrzeugen hier? Alles da. Alles in Ordnung, gut. Repariert das mal. Würde ich mir ein bisschen sparen. Da muss ich aber auch. Wie teuer ist so eine Energieleitung? 200. Müssen wir auch noch bereithalten. Jo. Okay. Das sieht ja ganz gut aus. Ja, eine Mutantengruppe brauchen wir noch. Ja, die ist auch nicht so teuer, die können wir noch mal so eben leisten. Yes, Master, understood. So. Very well. Okay. Jetzt hier aus, sieht auch schon leer, das heißt, wir können vielleicht so beide übernehmen. Beide Ressourcen, die wir hier haben. Hier geht da nochmal, du gehst auch noch mal rein. Ja, wir können ja schon mal die Energieleitung hier sicherstellen, ne? Die braucht man ja am besten hin. Ich glaube, das könnte ein guter Ort sein für beide Minen. Um dort sicher zu gehen, dass wir da was kriegen. Dann müssen wir so gleich hin und da mal aufräumen. Einmal so immer hier 1500 zusammenkriegen. So. Dann kann man die Mine da oben aufgeben und holen uns dann die andere. So, guck mal an. Was haben wir hier? Nix. Oh, das ist eine Arbeitsdrohne. Okay. Das treffen wir mal, coole Idee. So. Okay. Na, das haben wir 1500 bald. Komm her. Dankeschön. Kann man auch nehmen. Gut. So, warte ich mal ab, bis sie aufgebaut ist. Dann können wir hier. Es geht immer darum, auch sicherzustellen, dass wir überhaupt die Ressourcen dabei kriegen. Dann können wir alle hier rausschmeißen. Plutonium können wir auch noch gebrauchen. Auch momentan brauchen wir nicht Plutonium. Brauchen wir nicht unbedingt zwangsläufig, aber. Naja. Damit können wir mal die Mine, denke ich mal, aufgeben. So. Komm her. Alle mit. The reserves are almost full. Naja, die Reserven sind voll, ist ja klar. So. Ihr bekommt jetzt einen neuen Job. Andere Mine. Ihr wisst, wie es halt so ist als Sklave. So. Könnt natürlich auch da direkt reingehen, wenn wir wollen. Aber wollen wir natürlich nicht. So. Okay, sieht auch ein bisschen besser aus. Mutanten habe ich hier auch. Ja, ich mach's mal alle raus hier. Passt ja schon. So, du kommst damit rein. Und ihr geht da rein. Viel Spaß. So. Das wird sich ein bisschen mehr lohnen. Hier haben wir noch ein paar. Wir können noch ein paar Sklaven nehmen hier. Die können da wieder rein, wenn sie wollen. Haben wir immer noch 5 übrig, das ist gut. Teilen wir ein bisschen auf. So, dann kriegen wir die Ressourcen natürlich viel schneller wieder rein. Klare Sache. Wollen wir die Minen auch noch sichern hier? Wäre vielleicht eine Idee.
Wie kommen wir nicht dran? Ah ja, doof, ne? Da muss ich noch einen zweiten Slot bauen, ne? Ist doch. Ist bescheuert. Ja, machen wir das mal direkt daneben.